Hallo und herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video zu Commander Keen. Und heute geht es weder um ein Let's Play oder ein Let's Try oder ähnliches. Nein, heute geht es ganz allein um den Impossible Pogo Jump oder Impossible Pogo Trick. Und ich werde euch heute zeigen, wie der funktioniert, weil es gibt einige Leute, die haben damit so ihre Schwierigkeiten und ich werde euch die Funktionalität etwas näher bringen. Es ist nicht schwierig, aber vielleicht lasst ihr nebenher mal gegebenenfalls das Spiel laufen, denn Learning by Doing, darum geht es ja. Ich zeige euch auch, dass der Impossible Pogo Trick tatsächlich ein Teil der Spielmechanik ist. Es gibt ja ein paar Leute, die sagen, ja, das ist eigentlich kein Teil der Spielmechanik und das macht es irgendwie ja, zum Cheaten. Keine Ahnung, wie man darauf kommt, aber ich versichere euch, das ist kein Cheaten. Also, ja. Aber, um das vielleicht mal hier gerade in den Bildschirm vorwegzunehmen, wofür ist denn der Pogo, der Impossible Pogo Trick eigentlich gut? So, erstmal macht ihr euch deutlich schneller. Ja. Klar, generelle Pogo-Jumps aus dem Stand heraus sind generell schnell. Aber der Impossible, der geht deutlich, was heißt deutlich, geht ein Stück höher als der normale Speed-Jump. Ich werde euch auch den Unterschied zu erklären zwischen dem Speed-Jump und dem Impossible, weil es gibt da einen Unterschied. Der Impossible ist tatsächlich etwas schneller als der Speed-Jump und ja, ihr könnt etwas höher damit springen als mit dem ja, normalen Sprung. Ich weiß jetzt nicht, ob das dann visuell klappt, dann, ob man den Unterschied erkennt. Aber bevor ich hier weiterklicke, wäre vielleicht eins noch wichtig zu erwähnen. Sucht euch vielleicht ein paar Tasten auf eurer Tastatur aus, die sich beim Spielen irgendwie gut anfühlen. Ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber es gibt viele Leute, die haben mit der Standardstellung der Tasten so ihre Probleme. Sie kriegen dann beim Spielen im Handgelenk Schmerzen oder sie haben das Gefühl, die Tasten sind zu weit voneinander weg. Sucht euch ein paar Tasten, mit denen ihr gut umgehen könnt. Bei mir ist es beispielsweise V für Pogo und C für Springen. Das hat jetzt weniger mit dem Buchstaben zu tun, also glaubt nicht, das hätte jetzt was mit der Buchstabenbedeutung zu tun. Nein, das liegt, die beiden liegen direkt nebeneinander, liegen sehr nah an der Space-Taste fürs Schießen, funktioniert recht gut und ihr müsst einfach ein wenig, ja klar, Übung ist generell wichtig, aber ihr müsst etwas mit der Steuerung an sich warm werden, das ist aber bei jedem Spiel so. Ich werde euch jetzt die beiden Sprünge mal vorführen. So, der Speed-Jump ist einfach nur ein Sprung ein Sprung aus dem Stand mit dem Pogo. Das heißt, ihr könnt beispielsweise relativ schnell auf Gegner reagieren oder beispielsweise, wenn ihr Punkte vergessen oder verpasst habt, wie ich gerade, dann könnt ihr es relativ schnell ausbügeln, ohne allzu viel Zeit zu verlieren. Gut, Zeit ist beim Spiel nicht unbedingt wichtig, aber was eventuell wichtig sein könnte, ist halt, wenn ein Gegner da ist, der vielleicht nervt, wie jetzt hier der Bounder, dann kann man den geschickt überspringen und hat nicht die Gefahr, dass wenn man versucht drüber zu springen, also gut, jetzt war hier die Erhebung, aber ihr seht schon, wenn ihr versucht mit einem normalen Sprung drüber zu springen, könnt ihr hängen bleiben, fallt vielleicht in einen Gegner oder so. Ich will euch einfach den Aspekt aufführen, es geht deutlich schneller, wenn ihr das, gut, ja, wenn ihr das aus dem Stand macht. Jetzt habt ihr auch gerade aus Versehen den Impossible gesehen. Gut. Ja. Jetzt, Bounder, lass mich mal in Ruhe, du bringst mich etwas aus dem Konzept. So, aber ihr habt jetzt gesehen, ihr wisst natürlich jetzt beispielsweise nicht, wie der Speed-Jump oder eben habt ihr auch einen kurzen Impossible, wie gesagt, gesehen, wie das funktioniert. Also ihr nehmt jetzt, wenn ihr gerade die DOS-Box aufhabt oder das vielleicht über XP spielt, nehmt jetzt einfach mal eure normale Spielhaltung ein. Ich empfehle euch, mit den Fingern immer so ein wenig über die betreffenden Tasten zu streicheln. Ich weiß, das klingt, wie gesagt, extrem komisch, aber das
Da steckt eine gewisse Spielerfahrung dahinter, also glaubt mir das. So, bleibt mit dem Finger für die Springtaste etwas weiter weg, weil ihr müsst die Pogo-Taste vor der Springtaste drücken. Wenn ihr etwas Probleme habt mit Timing, ja, dann kommt oftmals das da raus. Gell? Sieht man vielleicht hin und wieder bei meinen Let's Play, wenn ich in Panik gerate, dann kommt das manchmal raus und das ist einfach nur total blöd, weil es ist unnötig. Wie entsteht das? Indem man praktisch die Springtaste drückt, bevor man die Pogo-Taste drückt. Deswegen immer schön die Haltung so nach dem Gefühl her, ich bin zuerst auf der Pogo-Taste und dann auf der Springtaste. Ja. Das könnt ihr natürlich üben. Am besten macht ihr das im Laufen, weil habt ihr das beste Gefühl dafür für einen Speedjump beispielsweise. Speedjumps macht man in der Regel im Laufen der Impossible. Habt ihr gerade gesehen? Bounder, lass mich mal gerade in Ruhe, blöder Bounder. Geh weg, geh weg. So. Der Impossible wird meistens aus dem Stand gemacht. Ja, er kann natürlich auch bei der Bewegung gemacht werden. Das macht keinen Unterschied. Beispielsweise hier habt ihr den gerade gesehen. Wann ist es ein Speedjump und wann ist es der Impossible? Das ist oftmals nicht eindeutig. Lasst euch da nicht täuschen, denn das ist etwas zwiegespalten, muss man einfach sagen, weil der Unterschied ist teilweise echt minimal. Man merkt es lediglich etwas an der Geschwindigkeit und an der Tatsache, dass man etwas höher springt. Ihr müsst dafür ein Gefühl entwickeln. Es gibt auf Hard ein paar Stellen, die kann man nur mit einem Impossible erreichen. Ich werde euch gleich mal eine Stelle zeigen, wo das der Fall ist. Ich spiele natürlich wieder auf Hard und wir sehen uns an so einer Stelle gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder und wir sind an einer betreffenden Stelle. So, ich zeige es euch das erste Mal mit einem Speedjump. Hoppala. Und da merkt ihr schon, da kommt man so nicht hoch, aber hoppala. Ja, immer diese Vorführeffekte. Beispielsweise hier, jetzt habt ihr sogar einen Trick Jump gesehen und den Impossible. Tja, und ich weiß, es ist leider etwas kompliziert und ich versuche es auch etwas ja einfacher zu halten. Ja, aber es ist halt tatsächlich doch nicht so einfach. Und es ist bestimmt etwas verwirrend und ich springe ständig gegen das Ding. Ist vielleicht nicht so gut gewählt, die Stelle. Also man muss einfach sehen, dass es viel mit Timing zu tun hat. Und dieses Timing ist einfach entscheidend. Beispielsweise mir fällt es oft leichter, den Impossible tatsächlich aus der Bewegung herauszumachen. Beispielsweise eben wie mit den leichten Trick-Jump auf die rechte Seite. Beispielsweise, ich mache in der Luft noch eine leichte Re Rechtsbewegung. Und ja, bevor Keen weiterhin liest, werde ich euch vielleicht mal eine andere Stelle zeigen, wo beispielsweise ein Trick-Jump deutlich besser funktioniert mit Impossible, funktioniert aber auch ohne. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe mir eine Stelle rausgesucht, um euch das mal zu demonstrieren. Die ist nicht ganz so gut gewählt, weil, hoppala, genau. Man kommt auch so hoch, hatte ich anders in Erinnerung, weil ich das immer mit Pogo mache. Gut, hier habt ihr natürlich jetzt die Wahl, ob ihr mit den Speedjump das macht oder jetzt aus Versehen habe ich zuerst den Impossible gezeigt. Mit dem Impossible kommt ihr tatsächlich, hoppala. Tatsächlich direkt hoch mit, ja, jetzt habe ich schon wieder ein Impossible gemacht. Es tut mir leid, das liegt mir manchmal im Blut. Mit dem Speedjump kommt ihr tatsächlich nur so hoch. Und das ist eigentlich das Perfekte an der Stelle. So kann ich euch praktisch einen Unterschied zwischen dem Impossible und den, ja, Speedjump eigentlich am besten zeigen, weil Höhenunterschied ist schon. Ja gut, hier nicht so gut zu sehen, aber ist zu sehen. Und natürlich ein Punkt, der auch anzumerken ist, ihr seid mit den Pogo deutlich schneller, als ihr zum Beispiel mit den Springen seid.
Bevor ihr den Pogo hier auspackt, müsst ihr natürlich erstmal perfekt stehen, damit ihr in die richtige Richtung springen könnt. Ansonsten, ja, kann das schnell mal in die Hose gehen. Ihr springt an Zielen vorbei. Und wenn ihr bei Zielen sind, erstmal lege ich die beiden Poison Slugs schlummern. Wenn ihr einen Gegner habt, den ihr beispielsweise relativ schlecht übergehen könnt, weil er beispielsweise wie der Blue Eagle fliegen kann und an sich auch schon relativ schnell ist und ihr nicht wirklich viel Zeit habt, auf seine Bewegung zu reagieren, da ist der Impossible oder auch der Speed Jump, das spielt eigentlich keine Rolle, macht's gut. Ja, spielt da keine Rolle, weil ihr damit relativ agil und schnell seid. Und das ist auch wirklich das Beste an den Speed Jump und den Impossible Pogo Trick oder auch Jump, je nachdem, was ihr wie gesagt davon bevorzugt. Das Video ist jetzt länger geworden als gedacht, aber ja, man muss einfach etwas unterscheiden und das ist der Speed Jump und der Impossible Pogo Trick. Etwas, was ich bei meinem Let's Play so nie unterschieden habe. Immer wenn ich, auch wenn es nur ein Speed Jump ist, erwähne ich dann Impossible oder wenn es nicht gelingt, sage ich, ich habe den Impossible verhauen, obwohl das vielleicht nur ein Speed Jump geworden wäre. Ich weiß, es ist etwas kompliziert, aber ihr müsst euch einfach mal die Tastatur, das Spiel dazu legen und es selbst machen. Es ist eine Übungssache, aber ihr habt gesehen, ihr seid damit deutlich schneller und agiler und ihr kommt mit Trickjumps, wie ihr eben es gesehen habt. Ich kann auch, wenn ihr wollt, irgendwann mal ein reines Trickjump-Video machen mit ja, Jumpshots und alles Mögliche oder keine Ahnung. 45 Grad Drehung in der Luft, also jetzt nicht von Keen her, sondern von der Flugrichtung, weil das geht auch. Damit könnt ihr in der Luft noch jede Menge reißen. Wenn ihr wollt, kann ich auch mal ein Trick-Jump-Tutorial machen, weil dazu gab es auch schon die ein oder andere Info, dass das gegebenenfalls gefragt ist. So, ich hoffe, ich konnte euch diese beiden Sprünge etwas näher bringen von der Funktionalität her. Ist nicht immer ganz leicht, das merkt man auch, wenn man darüber redet. Es ist sehr, sehr schwer, das zu beschreiben, wie das tatsächlich funktioniert. Zum Abschluss zeige ich euch, wie man ein paar Keen-Level schaffen kann mit dem Pogo, ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Geht natürlich auch mit den normalen Springen, aber mit den Pogo hat das etwas Style, finde ich. Und ja, mal gucken, ob ich das auch so schaffe, wie das geplant ist. Das erste Level lässt sich natürlich relativ leicht mit dem Pogo abschließen. Ihr seht, es ist immer noch auf hart, auch wenn ich gerade schnell ein neues Spiel gestartet habe. Und das Level ist logischerweise auch auf hart. Das heißt, hier fliegen auch Skypest und so weiter rum. Das war ziemlich knapp, aber ich finde ganz gut getimt. Man muss halt darauf achten, dass einen nicht irgendwann mal jetzt Skypest vor die Linse fliegt. Aber ihr seid ziemlich agil mit dem Pogo und das war eindeutig eine Punktlandung. Geht auch mit anderen Leveln, aber die sind teilweise verstrickter. Ihr müsst Rubine sammeln. Ja, die Leute, die Commander Keen spielen, die kennen es. Ich hoffe, das Video hat euch einigermaßen gut gefallen, auch wenn ich ziemlich oft so M und beispielsweise gesagt habe, hat sich jetzt irgendwie nicht verhindern lassen. Das Video ist auch relativ lang geworden. Aber ihr müsst auch sehen, es ist schon relativ speziell. Ich hoffe, ihr kriegt das zu Hause hin. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zusehen. Und wenn ihr möchtet, gibt es auch ein Trick-Jump-Video zu Commander Keen. Darauf hätte ich persönlich jetzt auch Lust. Werde ich vielleicht irgendwann mal auch von mir selbst aus eins anfertigen.
Aber ihr könnt es auch mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das denn möchtet. Und ja, wenn es gefallen hat, gebt ihr mir natürlich ein Däumchen nach oben. Darüber freue ich mich. Und ja, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt Let's Play Commander Keen Teil 9. Und dort werdet ihr auch sicher den Impossible bei der Arbeit sehen und auch den Speed Jump. Und in diesem Sinne, macht's gut!